Dance with the crew, all you got to do is move. Was geht ab heute? Was geht ab heute? Genau, heute als Volunteer an der Radstrecke, um den Profis mal ein bisschen auszuhelfen, haben hier einen Banner aufgehängt von Endurance, ein bisschen Werbung. Ja. Ich habe noch das T-Shirt an. Ja. Ich werde es wahrscheinlich gleich wechseln für so ein schönes Volunteer-T-Shirt. Genau so eins. Ja, genau. Ich freue mich drauf. Ich freue mich weiter mehr drauf zu. Du freust dich drauf, mit Grant zu worken, weil Grant hast die besten deutschen Wörter, the best German words. Best German words. What? Lederhosen! Ja. Yeah. Oh, here he is. Wir stehen hier am ersten Wendepunkt, Kilometer 10, 15, irgendwie sowas, lass mich lügen. Ich persönlich eher als mentale Unterstützung. Flo und Menschen vom Bike Workshop sorgen dafür, dass hier Leute auf jeden Fall mit den Platten, wie jetzt gerade, ans Ziel kommen. Und ich feuer sie einfach nur an, so go Girls! Live dabei sein ist sehr motivierend. Ja. Es macht mich ein bisschen traurig für vorgestern, ein bisschen mehr traurig, muss ich jetzt leider sagen. Aber es ist trotzdem sehr geil, besonders jetzt so Gustav, der da durchgerannt ist, die Stimmung. Es ist einfach ziemlich geil, wenn Leute nebenher fahren, alle schreien. Es ist gut, sehr gut, sehr motiviert. Ja, sehr gut. Sebi sah ziemlich geil stark aus, was uns natürlich gefreut hat.
ich beziehe dich einfach mal mit ein. Genau. Und ja, jetzt schauen wir mal. Also Eden hat das Ding ziemlich sicher gewonnen. Okay. Der Franzose hat auch hart gekämpft. Das hätte ich nicht gedacht, nee, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, wer und Christoph, Blumi hinten. Ja, also ich dachte, der kommt hinten raus richtig, aber der ist dann halt wahrscheinlich langsam eingegangen. Vielleicht. Aber ich hoffe auf Sebi, Alter. Genau, ich hoffe, dass jetzt Sebi. Wir können natürlich noch hochfahren, aber ich bin jetzt ein bisschen gebrannt von der Sonne. Und durstig. Und durstig, genau. Ich war vorgestern nicht so die Trip wie heute. So, okay, was halten wir jetzt von den beiden Ironman-Rennen von den letzten Wochen so? Also, es sieht vielleicht aus, als wäre es nicht viel Arbeit, die ganze Zeit so rumzumeiern und dumme Ratschläge zu geben. Aber ich muss gestehen, es war dann doch schon ziemlich auch hinter den Kulissen jeden Tag Vollgas gegeben und ich bin jetzt auch ganz schön durch. Ja. Aber ich denke, wir haben relativ viel aus der Zeit hier rausgeholt. Einige Leute kennen jetzt Kona Endurance, die vorher noch nicht Kona Endurance gekannt haben, was ja so ein bisschen meine Zielstellung war. Entsprechend, ja. Mhm. Ich freue mich auf die kommende Saison. Ich freue mich drauf, was bei dir nächstes Jahr geht. Und ja, ich hoffe, dass ein paar Athleten jetzt Bock haben, mit uns zu arbeiten. Und ich liebe meinen Job, was soll ich sagen? Geil. Also, ich liebe es einfach. Spaß, heute das Rennen nochmal so live zu verfolgen bei den Profimännern. Wir haben noch ein paar Trainingsplanathleten, die heute mit finishen hier. Und einfach nur geile Experience. Und ich hoffe, dass das Kona eine Zukunft hat und es nach vorne geht. Und ich werde nochmal das Interview mit 3TOB hier hochladen mit englischen Untertiteln. Unserem Channel auch. Ich denke, da habe ich nochmal ein paar nicht ganz so dumme Worte gesagt über die Zukunft. Und danke, dass ihr den Vlog angeschaut haben. Wir überlegen uns jetzt gerade noch live hier, wie es weitergehen soll. Ich glaube, es würde für viele cool sein, wenn wir Toms Weg weiterhin ein bisschen verfolgen, auch wenn er zu Hause ist, und wir so ein bisschen Einblick ins Training zeigen, was er macht und wie wir ihn weiter aufbauen und vorbereiten und wie wir ihn den Kopf waschen. Und das Gleiche werde ich, glaube ich, auch ein bisschen mit Nico machen. Und vielleicht finden wir ein cooles Format, wie wir das hier weiterführen können. Ich glaube, es würde uns gut angucken. Mhm. Ja, richtig, genau. Das würde ich so auch sagen. Ich glaube, ich halte so die Kamera. Ich muss natürlich reinkommen und dieses Ganze auch sich selber filmen. Bisher war es halt so, dass ein Flo, ne, einfach die Kamera auf einhält, so, sag mal, mach mal. Das für mich selber zu tun, wird wahrscheinlich erstmal eine komische Sache, aber ja, ich versuche das mal weiterzuführen, wir werden darüber quatschen. Jetzt ist aber natürlich das ganze Ironman-Ding vorbei. Grüßchen, come on. Ja. Richtig, genau. Jetzt gibt's auch mal was mit Alkohol und was Alkohol? Ohne Alkohol, sorry, ist alkoholfrei, ne? Alkoholfrei. Ich Dummerchen. Ja. Ich denke, die nächsten Tage werden wir noch auf Video festhalten. Noch ein paar lustige Aktivitäten. Bis ich ihn überraschenderweise am Flughafen absetze, wovon er noch nichts weiß. Ich darf nämlich nicht hier bleiben. Haben wir drüber geredet, raus, aber ich. Raus! Okay, bevor es jetzt hier viel zu lang wird. Eine harte Tür. Amerika hat eine harte Tür. Cheers. Alles klar. Danke. Mhm.